einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Wir sind ja gestern noch bis Hermsdorf gekommen, haben noch getankt. Vorbildlich, vorbildlich. Haha. Und gut geschlafen. Ich hoffe, ihr auch. Ja, und jetzt fahren wir nach Schmölln, laden. Erstmal ab, dann auf. Und dann, wenn wir in Schmölln sind, fertig. Oh, das Deutsch wieder. Herrgott nochmal. Wenn wir in Schmölln fertig sind, dann werden wir nach Bremen fahren. Heute noch abladen und laden. Dann machen wir Feierabend in Bremen. Und dann fahren wir morgen früh Richtung Schmölln. Laden das Leergut ab und dann geht's nach Oelsnitz. So der Plan. Aber erstmal heute. Zu heute. Wir fahren jetzt nach Schmölln, laden ab das Leergut, laden wieder. Dann fahren wir nach Bremen, laden ab das Vollgut und laden wieder. Und dann ist Feierabend. Wisst ihr Bescheid erstmal. Es ist ja schon wieder Donnerstag heute. Meine Güte, die Woche verging ja ganz schön schnell, ne? Aber so schlimm war sie gar nicht. So, meine Guten. Dann wollen wir mal auf nach Schmölln. Ach ja, es ist doch ganz was anderes, wenn der Tag hell beginnt und nicht finster und nachts. Gut, die Temperaturen lassen noch zu wünschen übrig, aber wir haben ja auch erst März. Ende März, Anfang April ist bald. Ha! Am Freitag ist April, April. Schläft wohl hier, weil er so rum steht. Sieht fast so aus. Ja, die Gardinen sind zu. Das ist aber auch eine geile Idee, sich so rum hierher zu stellen. Da ist es noch ruhiger als dort. Das werde ich das nächste Mal ausprobieren. Nee, da schlafe ich am Kopf nach unten. Der Hof fällt ja so runter. Nee, fällt aus. Das fällt aus. So, tanken brauchen wir heute nicht mehr. Getankt haben wir. So ist schon wieder die Schranke klar gefahren, weil da Steine davor liegen bzw. eine blaue Mülltüte drüber gebunden ist. Oder das haben sie neu gemacht. Das ist, ach nee, da soll wahrscheinlich so ein Anmeldeportal hin, wo man klingelt mit einer Sprechanlage. Könnte ich mir gut vorstellen. Und hier bauen sie eine neue Einfahrt. Schau an. In die Halle rein und hier rum. Darum wird knapp mit dem LKW. Na, fährst du weiter Mitte? Nee. Fährt hier stur in der Mitte auf mich zu. Und in letzter Sekunde biegt er weg. Oh, die kontrollieren die Leute, wenn sie rausgehen. Mit Piepser und Taschenkontrolle, habe ich gerade gesehen. Komm rein. Aber auch so ein langes Ding am Arsch sind. So ein Stapler, Alter. Ja gut, wenn du einen normalen Auflieger hast und so ein Stapler hinten dran, ist er auch nicht länger als unserer jetzt hier. So, jetzt können wir. Jetzt können wir.
Wir haben ja nicht viel Leergut drauf. Wir haben ja gestern bloß 6 Gestelle gekriegt. Die hatten ja nicht mehr. Weil vor mir schon einer da war, der Leergut mitgeladen hat. Der hat abgeladen und Leergut geladen. Und den hatten sie das Auto vollgekracht. 16 Gestelle. Und da waren für mich halt bloß noch 6 da. Ja, ist nicht zu ändern. Und wenn ich mit einem Gestell fahre, Rundlauf ist Rundlauf. So, hier haben sie einen Unfall gemeldet. Muss ich mal gucken, ob der mich jetzt beeinträchtigt oder nicht. Ja, wir liegen gut in der Zeit. Ich glaube nicht, dass mich das großzeitlich jetzt beeinträchtigt. Wichtig ist, dass wir heute noch nach Bremen kommen und dass sie mich heute noch in Bremen abladen und Leergut laden. Und dann ist Feierabend. In der allergrößten Not kann man auch morgen früh abladen und Leergut laden, wenn sie mich nicht mehr fertig machen heute. Leute, macht mal, dass der Mütz passt. Ihr passt doch kaum auf diese linke Spur drauf, aber dran vorbeibrettern. Da ist gerade schon so ein Sprinter an mir vorbei, der hätte mich hier noch fast gerempelt mit dem Spiegel. Weil er da beinahe noch an die Leitplanke da links gefahren wäre. Meine Güte. Als ob es die 2 Sekunden machen, die ihr da schneller seid. Wenn jetzt Stau kommt, steht ihr auch drinne. Ein bisschen ist Gehirn einschalten beim Fahren. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ach nee. Fahren alle wie die Wilden. Machen sich selber das Leben schwer. Ich meine, man kann doch hier schön mitschwimmen. Jetzt ist er ja auch vor mir. Vorhin war er hinter mir, jetzt ist er vor mir. Konstanter Abstand. Darf doch eh nicht schneller wie ich. Habe ich euch schon gesagt, dass diese Baustelle bis November 2023, das ist Ende nächstes Jahr, also das geht jetzt 2 Jahre lang hier, das Theater mit der Baustelle. Vor allem frage ich mich, warum die das da drüben so tief ausbaggern. Die Autobahn war ein bisschen höher, wie sie jetzt hier ausbaggern. Naja, müssen sie schon wissen, wie sie es machen, warum sie es machen. Denke ich mal, werden sie schon wissen. Die werden schon richtig machen. Die werden es schon richtig machen. Ach, ich liebe das, wenn der Tag mit Helligkeit beginnt und nicht mitten in der Nacht. Gut, Helligkeit kann man heute auch nicht gerade sagen. Ui, davon fährt Blaulicht. Ach, ich glaube, da schleppen sie einen ab. Polizei hilft beim Abschleppen. Wie finde ich das denn? Komm rüber.
Ja, ich habe heute meinen freundlichen Tagkollege. Hast mich auf einen guten Fuß erwischt. Blinkern gelb und blinkern blau und haben rote Pfeile. Die Polizei hat heute keine Eile. Hier, guckt, hier schleppen sie einen ab. Da nützt dir die ganze ukrainische Fahne nichts im Heck, wenn's Auto kaputt ist. Ach, hier hinten ist ja noch eine Baustelle. 13 Kilometer. Ach, das ist die, wo sie gesagt haben, da steht ein defekter LKW. Das sind 5 Kilometer Stau oder so. Ich habe das schon befürchtet hier in der Baustelle. Aber es sind der dort, zum Glück. Ach, danke, dass du auch mal blinkst. Der ist extra für mich ein bisschen langsamer gefahren. Das finde ich ja auch nett. Heute haben mehrere ihren netten Tag, nicht nur ich. Habt ihr's gemerkt? Es gibt heute mehrere nette Leute außer mir. So, sind wir doch schon gleich wieder an der Kreuzung nach Brandrübel. Ich grüße euch, ihr Brandrübeln. Besonders die Containerfahrer aus Brandrübel. Wenn der Klaus schon mal fröhlich ist, ist das Wetter scheiße. Aber soll ich euch mal was sagen? Der Regen gestern hat dem sauberen Auto nicht groß geschadet. Es ist sauber geblieben. Ein paar Flecken sind dran, aber ansonsten ist es sauber geblieben. So, noch 2 Kilometer bis zum Ziel. Naja, werden wir sehen, wie lange es heute hier dauert. Ich denke mal, allzu lange wird es nicht dauern. Mal gucken, ob einer drinne steht. Der Container, der tankiert uns nicht. Steht einer drinne? Nein, ist leer. Aha, es ist leer.
So, Freunde. Anmelden, abladen, laden. Und dann melde ich mich wieder bei euch. Alles klar? Alles klar. So, bis später. So. Ich dachte, du wolltest das Tor aufmachen. Ach nee, da muss erst das andere Tor zumachen. Dann kann er das Tor aufmachen. Jetzt geht's gleich auf. Na, schauen wir doch mal, was auf der Autobahn los ist. Oh oh. Lange Schlange. Eine lange Schlange. Da müssen wir uns in Zukunft andere Wege überlegen. Guckt euch mal die lange Schlange an da oben. Naja, hier, seht ihr's? Seht ihr die Bescherung? Bis weit darunter und weit da hoch. Mein Lieber, da kommt noch was auf uns zu. Da kommt noch was auf uns zu. Mit Stau und Baustelle. Da sollte man sich überlegen, wie man in Zukunft fährt, ne? Weil hier hoch ist dann auch erstmal keine Option. Gut, hier weiter wäre eine Option, aber ich musste auch erstmal bis hierher an die Abfahrt Weißenfels kommen. Ne? Der Stau geht ja bis Naumburg runter. Und von Naumburg hier rüber müsste man mal gucken, wie man von Naumburg hier rüber kommt. Ob das Sinn macht. Von der 87, hier stand was von Naumburg 87. Das gucke ich mir mal an. Naumburg runter auf die 87 und dann hier rüber. Das wäre eine Option. Aber das muss ich mir mal auf der Karte angucken in Ruhe. Dann fahren wir doch mal in den Harz. Gucken wir mal, wie es im Harz aussieht. Kommen wir aber mehr auf die Idee. Außer mein Navi, das kommt natürlich nicht auf die Idee, dass wir mich über Dreieck Trametal schicken, ne? Das sind mal locker 80 Kilometer mehr. Ja, mal gucken, was es sagt. Ob sie mich wieder zurückschickt. Nee, schickt mich hier hoch.
Ja, sag ich doch. Nee, 80 sind es nicht. 60, 70. 70, nee, ja, 70. Macht sich auch gleich mal in der Zeit bemerkbar, ne? Hat es doch hingeschnallt, dass ich hier lang will. Hätte ich jetzt nicht erwartet, so schnell. So, dann gucken wir mal beim Hanswurst, ob wir Platz finden. Wäre natürlich optimal, wenn wir beim Hanswurst Platz fänden. Dann könnten wir nämlich jetzt gleich unsere Dreiviertelstunde Pause machen. Wir haben jetzt 3 Stunden weg. Bis wir beim Hanswurst sind, sagen wir mal 3.15. Dann haben wir noch 3.15, genau die Hälfte. Hanswurst ist genau die Mitte. Zwischen... Nee. Ich bin ja schon eine Dreiviertelstunde gefahren, bevor ich in Schmölln ankam. Also nicht genau die Mitte. Da habe ich euch jetzt Lügen erzählt. Hier auf dem Stückchen, bevor hier einspurig wird, hat mich letztens auch noch ein Dachser überholt, ne? Dann drückt mir die Daumen, dass beim Hanswurst Platz ist. Wenn nicht, habe ich Pech. Dann gibt es heute keine Wurst. Aber ich würde mir heute schon meine Wurst gönnen. Also heute würde ich mir meine Wurst gönnen. Hab die ganze Woche noch keine gegessen, ne? Heute ist Donnerstag schon. Ja, weil ich entweder eine andere Strecke gefahren bin oder zu einer Zeit hier durchgekommen bin, wo er nicht auf hatte. So, bitte, jetzt drückt mir mal die Daumen. Ich würde schon gern mal wissen wollen, was sie hier gebaut haben. Aber das werde ich wohl nie erfahren, außer ich treffe mal den Mann von der Würstelbude. Den kann ich dann mal fragen. Der weiß es bestimmt. Jetzt bin ich ja gespannt. Sieht aber gut aus. Sieht gut aus. Wow, sieht sehr gut aus. Und ist auf. Oh, sieht sehr gut aus. Stellen wir uns ganz weit vor, dass hinter uns noch welche hinpassen mit dem LKW. So, Freunde. Wir haben noch 3,5 Stunden bis hoch. Das heißt, wir machen jetzt hier 45 Minuten Pause. 3,14 haben wir weg, 3,27 haben wir noch. Also, ich lasse mir jetzt meine Würstchen schmecken. Ne? Wollt ihr sie sehen? Ne, ich zeig's euch nicht. Ich bin ja kein fieses Schwein. Ich denke nochmal drüber nach. So, meine Guten. Wenn jetzt hier der Verkehr ein bisschen weniger ist, starten wir mal.
Der hat mich gerade so angeguckt, als ob er hierher wollte. Tja, hättest du gewartet, bis ich raus bin, hättest du reingekonnt. Aber so. Ne, fahrt mal zu. So, jetzt ähneln wir mal, ob hier auf dem Parkplatz Platz ist. Sieht aber nicht so aus. Nee, da steht kleine Autos, jede Menge Autotransporter. Nee, da hinten, das ist Trailerjard. Ach, kommt, wir fahren rüber. In Trailerjard stellen wir uns nicht. Da kann es passieren, dass sie uns wecken. Das brauchen wir nicht. Also fahren wir fix rüber. Soll ich euch mal was sagen? 35 Minuten haben wir gebraucht mit Abladen und Laden. Ich konnte gleich hier rüberfahren. Während rüberfahren kam die Meldung reinfahren. Ich war noch gar nicht ganz an der Pufferzone, da kam schon die Meldung in der Halle fahren. Also das ging heute sowas von schnell. Das war erstaunlich. Also ich war begeistert, ne? So. Jetzt suchen wir uns einen Parkplatz, dann haben wir um 7 auch Feierabend. Um 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Fahren wir um 4 wieder los. Nach 9 Stunden Pause. Um 4 los sind wir um 12, um 4, 10, 11, 12. Ja, so zwischen 11 und 12 sind wir dann. Zwischen 11 und 12 sind wir dann in, wisst ihr, in Schmölln. Mal gucken, wie es dort klappt. Hauptsache, die Ware ist dann schon fertig. Die ist nämlich erst auf 19 Uhr, auf 17 Uhr avisiert morgen. Oder? Was hat es denn geschrieben? 18 Uhr ist die erst avisiert, die Ware. Na toll. Ja, werden wir sehen, ob es fertig ist. Das laden wir dann nämlich für den Montag schon. Und dann fahren wir Montag wieder hier hoch. Also Mitternacht wieder los. Wisst ihr Bescheid, ne? Die Strecke fahren wir heute schon zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal in die Richtung und einmal in die Richtung. Da unten zu dem Tor, da kommen wir immer raus. Und dann müssen wir hier hinten rum, so rum und dann hier unter der Brücke durch. Und dann hier davor. Normalerweise hier unten ist nämlich auch noch ein Tor. Normalerweise könnten wir hier unten rausfahren, aber das ist nicht erlaubt für LKWs. Da dürfen nur PKWs fahren. So, kommt, macht grün. Um die Zeit kam noch nie was. Doch eine Straßenbahn. Der Gasbus. Die Busse hier fahren mit Gas, ne? Wisst ihr das? Und Elektrobusse haben sie auch schon.
Naja, da suchen wir uns jetzt ein schönes Plätzchen und dann machen wir Feierabend. Das bringt jetzt nichts mehr. Ich könnte jetzt zwar noch 3 Stunden fahren, aber ich habe jetzt gerade Verkehrsfunk gehört, Verkehrsnachrichten. Es ist ringsherum alles verstopft. Und das bringt mir keine Punkte, wenn ich die restliche von den 3 Stunden 1,5 Stunden im Stau verbringe. Dann lieber bleibe ich gleich hier stehen und ziehe dann heute Nacht durch. Wobei um 4 losfahren ist ja nicht so schlimm in der Nacht. Mitternacht ist schlimmer, sprich Montag. Aber um 4 geht schon. Um 4 verkraften wir schon. Also wenn ich hier so gucke, da steht schon wieder alles voll, schon alles zu spät. Mal hier einen Blick werfen. Ach, hier steht, auch schon wieder alles voll. Auch noch ein Haufen PKWs. Also ich würde sagen, wir fahren gleich hier hinter, suchen uns hier ein Plätzchen, ein schönes. Gucken, wo wir was finden. Ach, gleich hier. Scheiße, ist schon wieder einer hinter uns. Oh, das ist doch Kacke. Ja, hier steht ein PKW günstig, ne? Naja, dann machen wir Folgendes. Da fahren wir jetzt hier einmal die Runde. Gucken, wo wir uns hinstellen. Hier ist keine Einfahrt. Hier stellen wir uns rein. Hier stellen wir uns rein. So, meine Lieben. Jetzt stehen wir hier. Gewerbegebiet. Fein hergekriegt. Gucken wir mal hinten. Hinten wird sich keiner mehr reinquetschen, denke ich. Wenn, dann höchstens ein Smart quer. Oder hier auf die Wiese. Habe ich auch schon gesehen, dass sie sich hier so halb auf die Wiese gestellt haben. Aber naja. Fein haben wir ihn hergestellt. Nach vorne haben wir Luft, nach hinten haben wir Luft. Zuparken kann uns hier keiner. Also meine Lieben, so machen wir Feierabend. Bis morgen früh um 4. Dann düsen wir los und dann gucken wir, wie es morgen läuft. Kann man nur hoffen. Also, ich wünsche euch eine stau- und hinderfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Einen schönen Abend. Eine gute Nacht. Und ja, ist morgen früh um 4 halt, ne? Tschüss. Ich mach schon noch ein paar Runden mit euch hier. Ach, jetzt wird gegessen und dann geht's ins Bett. Tschüss.